Heute hat die CDU-Landtagsfraktion einstimmig beschlossen, einen Untersuchungsausschuss zur Lauinger-Affäre zu beantragen. Wir wollen Klarheit, wir wollen Transparenz und wir wollen wissen, wo die Landesregierung die Unwahrheit gesagt hat und sich in Widersprüche verstrickt hat. Und deswegen haben wir 85 Fragen formuliert. Wir wollen die Vorgänge aufklären, was ist in der Schule passiert, was ist im Kultusministerium passiert, wo hat sich das Justizministerium eingemischt und wo wussten andere Mitglieder der Landesregierung um diese Affäre und um diese Vorgänge. All das muss aufgeklärt werden. Und da die Landesregierung sich geweigert hat, die Akten freiwillig vorzulegen, deswegen wollen wir auch, dass dem Untersuchungsausschuss vollständig alle Unterlagen zur Verfügung stehen und wir auch die Möglichkeit haben, die Zeugen zu vernehmen, die zur Aufklärung des Sachverhaltes notwendig sind. Das ist unser Auftrag, dem kommen wir nach und deshalb gibt es jetzt einen Untersuchungsausschuss zur Lauinger-Affäre im Thüringer Landtag.